Heute geht es wieder auf die Salzer Alm und es ist mega voll. Wir müssen wahrscheinlich gute 40 Minuten warten, bis wir in die Seilbahn rein können. Wir schauen aber gleich mal, wie lange es tatsächlich dauert. Wir haben den Gipfel erreicht und werden jetzt Richtung Puflatsch wandern. Wir versuchen jetzt die Hexenbänke zu erreichen und werden mal losgehen, sonst kommen wir hier nie weg. So, wer im Winter kommt, kann natürlich die ganzen Annehmlichkeiten hier oben des Restaurants oder im Dolomitenhotel, einem Art Betonbunker, den Dolomiten nachempfunden, einen super Urlaub verbringen. So, wir laufen mal wieder etwas ohne Publikum, aber es ist schon sehr voll auf dem Weg und es wird an der Hütte sicherlich extra voll sein. Aber schauen wir mal. Wir erreichen die Puflatschhütte. Die ist sogar mit dem Auto erreichbar. Natürlich sind wir nicht an der Puflatschhütte, sondern an der Arnika-Hütte auf 2059 Meter Höhe. Ja, die Familie sitzt auf der Arnika-Hütte, wo es richtig, richtig voll ist. Es ist wieder Fütterung der Raubtiere, weil diese Familie ja sonst nichts zu essen bekommt. Yummy, yummy, yummy.
einen Blick auf Kastelruth mit der Marienzenhütte, die jetzt in der Mitte des Bildes ungefähr sein müsste. Es geht weiter zu den Hexenbänken. Ich habe auch ein Video von euch gesehen. Da war es aber leider schon ein bisschen weg. Wir haben wohl den Höhepunkt der Wanderung erreicht, die Hexenbänke. Das ist das Tal Richtung Bozen, Kastelruth. Wir drehen uns langsam Richtung dem Brenner rüber. So, willkommen bei den Hexenbänken. Jetzt geht's an den Abstieg. Die nächste Hütte zur Einkehr. Fast wieder die Bergstation der Seiser Almbahn erreicht, blicken jetzt wieder auf Kompatsch. Das hier ist nicht der Weltraumbahnhof der Seiser Alm, sondern auch wieder ein Hotel. Ja, nachdem sie einen irgendwie oben plötzlich in einer Kutsche verschwunden waren, mussten wir den Bus nehmen, um zum Hotel zurückzukommen. Und haben noch einen kleinen extra Fußweg, die schöne steile Straße, aber das macht ja nichts, denn jetzt geht es bergab.